Hallo, heute zeige ich euch mal meinen alten Fichtel- und Sachsmotor, von der so über 80 Jahre alt ist. Hier sieht man den uralten Vergaser mit Luftklappe. Hier haben wir die Zündkerze drin und hier, ich habe ihn schon versucht anzuschmeißen, aber kriegt nie an, weil hier drinnen die Blößstange gerissen ist, das Verbindungsstück vom Kolben zur Schwungmasse. Hier habe ich dann hier sozusagen immer so ein Bändel drum gewickelt und dann hier so gedreht. Und das ging nie, weil, wie gesagt, das kaputt ist und er war schon mal angewiesen, aber das muss dann dadurch irgendwie gerissen sein. Ja, das war dann mein Video und ich hoffe, es hat euch gefallen und bitte Kommentare und abonnieren nicht vergessen.